Morgen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gevloggt. Das letzte Mal war bei Action, als wir einkaufen waren. Das war am Samstag. Heute ist Dienstag. Es ist gar nicht so lange, aber sonst habe ich ja fast jeden Tag ein Video gemacht. Und jetzt kommt es mir ganz schön lange vor. Bernd hat heute einen halben Tag. Der kommt nachher auch nach Hause. Und ich habe gestern und heute Morgen hier einiges verändert. Nicht so in der Küche, aber halt im Wohnzimmer. Und heute Abend wollten wir auch nach Ikea. Ich weiß gar nicht, ob der auf hat. Ich muss gleich nochmal googeln. Wegen dem Corona hat er ja alles geschlossen. Aber ich glaube, Ikea hat wieder auf. Denn wir haben ein paar kleine Veränderungen gemacht. So, jetzt zeige ich euch, was ich hier im Wohnzimmer gemacht habe. Wir schlafen ja immer auf dem Sofa. Und ja, wenn ich halt arbeite gehe, normalerweise 6 Tage die Woche, dann ist es halt immer ausgezogen und das Bett ist nicht gemacht. Also das Sofa ist nicht gemacht. Und ja, da ich ja jetzt so viel Zeit habe, habe ich gedacht, ich gewöhne mir das jetzt mal an, das so zu machen, weil ich finde es eigentlich sehr viel schöner, wenn man in den Raum reinkommt und das Sofa so gemacht ist. Allerdings ist unser... Hier das, was da drunter ist, unter den Decken. Also dieser Stoff vom Sofa ist nicht mehr so schön. Und es ist halt auch sehr dunkel. Und alle Möbel hier sind sehr dunkel, wie ihr sehen könnt. Deswegen fand ich es ganz schön mit farblichen Decken. Jetzt passen die Kissen nicht mehr dazu. Also die schwarz-weißen schon, aber nicht mehr diese pinken. Und die Decken, seht ihr ja, das ist improvisiert, die passt nicht mal. Und die sind von der Farbe auch nicht gleich. Und ja, eigentlich alles so Luxusprobleme. Ist ja eigentlich kackegal. Ihr seht, die Wände sind alle so auf rosa noch abgestimmt. Aber da wir jetzt nicht renovieren können wegen dem Schimmel und so, habe ich gedacht, ich mache wenigstens das, was ich machen kann. Und wir wollten heute Abend nach Ikea fahren und neue Decken holen, neue Kissenbezüge holen. Ja, und noch so ein paar Kleinigkeiten, das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Dann mache ich ein Ikea-Vlog und Haul-Video dazu. Dann habe ich die Blume dahingestellt, denn wir konnten ja wegen Smurfy, mussten wir ja hier alles wegräumen. Ihr seht auch, die Fensterbank ist komplett leer. Keine Gardinen, weil wenn die runterhängen und so, das ist alles, wo Smurfy gerne dran geht und Unfug macht. Und nach fangen wir halt an, also haben wir jetzt angefangen, schon längere Zeit immer wieder was zu integrieren. Jetzt ist neu diese Blume und dann kann man halt immer sagen, nein, 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 geh da weg und sich drum kümmern. Und irgendwann hat er sich halt dran gewöhnt und geht nicht mehr dran. Und so machen wir das jetzt Step by Step, Schritt für Schritt. So, früher hat er auch hier die Sofakissen und so. Machst du es dir gemütlich? Ja, und deswegen, ja, wir müssen uns jeden Platz neu erkämpfen. Die habe ich auch hier wieder dran gehangen. Die war nämlich da oben an der Gardinenstange, damit er da nicht drankommt. Da hat er auch immer dran gebissen. Das geht jetzt auch schon. Also, er wächst und es wird. Du bist so süß, wenn du schläfst. Ja, dann unser Tisch, weil wir ja keinen Platz für ein Esszimmer haben. Haben wir diesen Tisch hier, der ist schon uralt, so wie die Stühle auch, die sind vom Sperrmüll. Und der Tisch, den hat Bernd damals mitgebracht und ich finde den eigentlich richtig toll, weil das, ich finde den richtig toll, weil das sind so, keine Ahnung, ist das Eiche rustikal oder so, das sind halt echt so Sachen, die werden wahrscheinlich niemals kaputt gehen und die haben halt Charme. Ich mag das, wenn die so, ja, so sind, wie sie sind halt, einfach so alte Sachen, da brauche ich nicht wegschmeißen oder so. Was ich wohl machen würde, eventuell ist die irgendwann schleifen und streichen. Und der Tisch, oh, den kann man auch noch ausziehen hier, falls wir mal Besuch bekommen. Und hier hatte ich eine schwarze Tischdecke drauf und also auch so eine, was ist das? Lacktischdecke oder so, so PVC. Und das hat halt noch dunkler gemacht, ne, hier den Raum. Und in meinem letzten Action-Video, Action-Haul, habe ich euch gezeigt, dass ich die für den Garten geholt habe. Habe das jetzt aber getauscht. Die schwarze kommt in den Garten oder habe ich schon runtergebracht. Und die bunte mache ich hier einfach, dass es ein bisschen bunter ist. Und der Tisch steht andersrum. Der stand vorher so
Jetzt steht er so. Ja, jetzt wisst ihr wieder Bescheid. Umräumen und Putzwaren. Ich habe gestern die ganzen Ecken in den Decken gereinigt. Also mit dem Staubsauger, Staubwedel und unter den Möbeln und überall gesaugt und so. Jetzt muss ich heute schon wieder saugen. Also es macht heute macht's der Staubsauger, der Roboter. Und wischen wollte ich gleich. Ja, und beim ganzen Aufräumen und Ausräumen habe ich das gefunden. Und das brauchen wir nicht. Das haben wir mal auf einer Tombola gewonnen. Das ist irgendwie so ein Tee-Set oder so. Ja, ich habe überlegt, ob ich es zu verschenken bei eBay Kleinanzeigen reinmache. Mal schauen. Zu essen gibt es heute Erbsensuppe wieder. Und die ist ganz einfach zu machen heute, denn ich habe Tiefkühlgemüse schon. Also Bernd hat das geschnibbelt und eingefroren. Das ist halt Suppengrün. Das brauche ich nur in den Topf schmeißen mit Erbsen und Gewürzen. Und dann muss es kochen. Also das ist heute eine ganz einfache Geschichte. Das wird ein großer Topf. Da essen wir morgen dann auch noch von. Ja, kochen leicht gemacht. Und gesund ist es auch noch. Ja, Calvino hatte jetzt eine gute Idee. Diese Dinger hier. Da könnten wir ja Mayo reinmachen oder Ketchup oder so. Halt eine Portion dann immer. Ja, dann würde ich die vielleicht doch lieber behalten. Nur was machen wir hiermit? Also Dekoration haben wir schon echt viel im Schrank. Aber ja, dann werde ich sie wohl einfach in die Vitrine stellen. Und ja, ich freue mich über meine neuen Mayo-Behältnis, da passt echt so schön eine Portion rein. Oder Sweet-Chili-Soße nehme ich immer so gerne. Ja, manchmal haben Kinder echt super Ideen. Ich habe jetzt gerade mal diesen großen Sack Schälerbsen geholt und der ist gerissen. Und ich versuche den jetzt zu kleben mit Tesafilm, denn natürlich kommt dann alles raus. Und das ist hier unsere Usselschublade. Und ich suche mal eben Tesafilm da. Und die haben wir schon aufgeräumt, ne? Die war noch schlimmer. Ja, so. Dann versuche ich das mal eben hier zu flicken. Ich habe es jetzt geklebt und jetzt kommt der Test, ob es hält. Ja. Sieht doch gut aus. So, und das sind die Schälerbsen. Da wird die Erbsensuppe richtig schön panschelig. Und mir ist eingefallen, ich muss Kartoffeln schälen und schneiden, weil die sind nicht mit drin bei diesem Gemüse. So sieht das jetzt aus. Ich habe es noch nicht aufgekocht. Das mache ich jetzt mal eben. Dass wir schon mal würzen können. Ich würze die immer mit ganz viel Majoran. Die sind aus Metro, diese großen Tüten. Und wir benutzen so viel Majoran und so. Deswegen lohnen sich diese großen Megatüten für uns. So, dann brauchen wir ganz wichtig, weil wir ja kein Fleisch reinmachen, brauchen wir Liquid Smoke. Und ja, das ist richtig toll. Das kann ich euch empfehlen. Das benutzen wir immer für sowas. Ihr müsst nur aufpassen, mir ist das einmal runtergefallen. Nicht diese Flasche, sondern eine andere. Und dann ist der Deckel gebrochen. Und dann hatte ich das im Schlafzimmer auf dem Boden. Und es hat so nach Raucharoma gestunken. Also das schmeckt halt, das macht, dass die Erbsensuppe schmeckt, als ob da Speck drin ist. Davon braucht man auch nicht so viel, weil das ist echt ein Konzentrat. Und ich habe echt lange gebraucht, bis ich das gefunden habe. In Supermärkten ist es kaum zu kriegen, ganz selten. Und ich habe es jetzt bei Amazon bestellt. Also ich bestelle es immer bei Amazon, nicht nur jetzt. Ich werde es mal unten verlinken für die, die sich das auch zulegen möchten. Ich glaube, das kostet so um die 5 Euro. Ja, so, was kommt noch in unsere süße Suppe? Liebstöckel. Mache ich da rein. Das ist immer unser Maggi-Ersatz, damit wir nicht so viel Maggi benutzen, wegen Gehirnschrumpfung. So. Und dann kann man sich ja auf dem Teller noch was dazu machen an
Gewürzen. Und hier seht ihr im Hintergrund, ja, das ist der Kompost, den muss ich gleich wegbringen. Das gab es gestern bei uns. Ich habe gestern Burger gemacht. Das sind diese Burger von Beyond Meat. Die gibt es mittlerweile auch beim Edeka, glaube ich, und manchmal auch beim Lidl. Wir holen die im 50er-Pack, glaube ich, aus der Metro. Das ist halt wirklich ein Burger-Patty. Der schmeckt wie der von Burger King vom Whopper früher. Und dazu habe ich Kartoffelecken gemacht. Die mache ich ja sonst immer ungewürzt. Heute oder gestern hatte ich die mal gewürzt. Da ist halt Knoblauch dran, Olivenöl, Salz, rote Paprika. Nicht rote Paprika. Paprika edelsüß. Und was ist da noch dran? Schwarzer Pfeffer. Ja, und dann halt im Backofen. So. Jetzt müssen wir hier mal umrühren. Das ist noch gefroren. Das macht nichts. Salz mache ich da auch noch dran gleich. Das darf natürlich nicht fehlen. Ach, danke, dass du den Staubsauger wieder angemacht hast. Der verheddert sich manchmal, unser Staubsauger. Wo hat er sich verheddert gehabt? Der war hier, dann habe ich den ganzen Aufwand. Okay. Ja. Was läuft da? Das schaltet doch um. Oh, er ist ganz satt und zufrieden, nicht wahr? Zeig mal deine Wunde, wo du angegriffen wurdest. Die sieht schon besser aus, ne? Ja. Hm. Oh, er ist so süß. Er ist ganz satt und zufrieden. Dann ist er immer ganz müde. Ja. Ich habe ja ein bisschen zugenommen, das habe ich euch ja erzählt, dadurch, dass ich nicht mehr, ja, auf Nikotinentzug bin ich halt. Und ich habe so 3 bis 4 Kilo zugenommen und die würde ich natürlich gerne wieder abnehmen oder zumindest schon mal nicht mehr zunehmen. Und deswegen versuche ich ein bisschen auf meine Ernährung zu achten, ab und zu zumindest. Natürlich, wenn jetzt sowas wie heute Abend Ikea ist oder so, dann esse ich da auch einen Hotdog. Ja, und ich mache das so, wie ich das sonst auch mache mit meiner Ernährung, halt viele Kohlenhydrate und weitestgehend auf Fett verzichten. Deswegen habe ich mir hier Basmati-Reis aufgesetzt und dazu gibt es rote Linsen und dann mit Krautsalat. Das ist dann einfach für zwischendurch, wenn ich Hunger bekomme. Das sättigt halt total gut und macht auch Heißhunger weg. Und sowas alles. Und ja, damit habe ich schon mal sehr gut abgenommen. Und das ist halt Abnehmen ohne Hungern und deswegen mache ich das wieder. Und ich habe jetzt mal hier den Staubsauger ausgemacht, sonst ist das so laut beim Film. Mir ist jetzt eingefallen, ich könnte ja die Schälerbsen hier in so Dosen machen, also Gläser. Dann habe ich die Tüte nicht. Und dann habe ich gesehen, hier haben wir noch Oregano. Das war auch mal in so einer Tüte. Das hatten wir hierin umgefüllt. Und hier drin umgefüllt, das habe ich jetzt wieder voll gemacht. Ja, und dann habe ich die Schublade hier aufgemacht und habe gedacht, naja, dann räumst du hier eben auf, weil ihr seht ja, hier ist totales Chaos. Und dann habe ich gesehen, boah, hier ist auch total viel Dreck drin. Also werde ich jetzt mal hier diese Schublade ausräumen, aussaugen und ja, richtig aufräumen. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me. So I picked up the pace, and now I'm in the race. Give me some. So, jetzt sieht das ja schon wesentlich besser aus. Und ich habe hier halt auch die Sachen beschriftet, sowas wie Majoran. Habe ich umgefüllt, dass es nicht mehr in eine Tüte ist. Dann ist es nämlich wesentlich besser rauszunehmen. Das ist Bohnenkraut. Da hat man wieder Überblick. Jetzt muss man sich nur umgewöhnen, weil sonst war zum Beispiel das Oregano, was jetzt hier ist, war hier so. Da musste ich immer nur reingreifen. Ich wusste, wo es ist. Aber ja, das wird schon alles. Jetzt ist natürlich hier überall Chaos. Da sind noch Erbsen. Die werde ich nachher da oben hinstellen auf den Schrank. Und wenn wir nachher in die Metro fahren, dann holen wir auch so einen 5 Kilo Sack Linsen. Das heißt, dann habe ich auch noch ganz viele Linsen in diesen großen Gläsern und die werde ich auch da oben hinstellen. Obwohl da der Schimmel ist.
vielleicht ein bisschen doof, ne? Sollte ich woanders hinstellen? Vielleicht auf den Kühlschrank? Mal schauen. Muss ich mir was einfallen lassen. Und ja, jetzt tadadada, ist hier Chaos. Und ich habe gedacht, wenn ich schon mal dabei bin, hier aufzuräumen und meinen Putzfimmel zu befriedigen, dann mache ich auch diese Schubladen sauber und räume sie auf. Das wollte ich schon ewig machen. Und hier ist auch, man kauft immer, wenn irgendwas im Angebot ist. Und dann wird es einfach reingeschmissen. Ja, das mache ich jetzt mal. So, das sieht doch jetzt auch viel schöner aus als vorher. Da freue ich mich immer. Man schiebt das immer vor sich hin, sowas zu machen. Aber wenn ich es dann mache, dann freue ich mich jedes Mal, wenn ich die Schubladen aufmache, dass es so schön ordentlich ist. Wie ihr gesehen habt, den Schüsselschrank auch noch ausgewaschen und ich habe zwei Sachen aussortiert. Einmal diese Schüssel, die benutzen wir nie. Die war schon ganz dreckig da oben in der Ecke drin. Ich habe die schon einmal so gespült, weil mir das peinlich war, euch die so dreckig zu zeigen. Eigentlich doof, ne? Weil jeder hat solche Ecken in der Küche. Ja, ich hatte mir mal so ein eckiges Service geholt und ich habe festgestellt, ich hasse es, aus eckigen Tellern und Schüsseln zu essen. Ich kann das nicht mal beschreiben, warum, aber wenn die rund sind, dann geht der Löffel so gut halt da rein. Keine Ahnung warum, aber ja, ich mag die halt nicht und die habe ich jetzt seit 3 Jahren oder so nicht benutzt, deswegen kann die weg. Ja, und leider Gottes, dieser Durchschlag hier, der ist noch von meiner Oma. Und ich mag den total gerne. Der ist ja so Emaille oder wie spricht man das aus, weiß ich nicht. Und wie ihr seht, ist hier was abgenutzt, was mich nicht stört. Allerdings, wenn man halt Nudeln oder Reis etwas länger drin liegen lässt, dann hat es sofort Abdrücke, diese dunklen. Also das färbt halt ab und ich weiß, ich glaube, das ist nicht so gesund. Und ich weiß nicht, den will ich auf gar keinen Fall abgeben. Jetzt muss ich niesen. Hatschi. Entschuldigung, ja, das war Bernd eben. Jedenfalls, den möchte ich auf gar keinen Fall wegschmeißen. Den hat, wie gesagt, meine Oma schon gehabt. Das erinnert mich total an meine Kindheit. Wenn die da halt immer ihr Essen drin gekocht hat, sonntags, wenn wir als Familie da waren, dann hat meine Mama den gehabt. Und als die gestorben ist, habe ich den halt bekommen. Und ja, ich habe nicht mehr viel von meiner Mama und meiner Oma, deswegen möchte ich den behalten. Was kann ich damit tun? Ich habe überlegt, vielleicht könnte ich zum Beispiel Obst und Gemüse da reinlegen. Jetzt habe ich es hier in der Glasschüssel.
aber weiß ich nicht, ob das dann nicht auch abfärbt. Habt ihr Ideen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Was kann ich damit Kluges machen? Der Osterstrauß ist weg. Und es wurde sich beschwert in den Kommentaren, dass der Mucki, unser Kanarienvogel, da oben steht und wir hier essen und Vögel haben immer Milben. Der Mucki ist ja nicht für immer hier. Der ist normalerweise mit im Laden. Und da wir jetzt wieder aufhaben, seit einer Woche oder anderthalb, könnten wir den eigentlich wieder mit rübernehmen. Wir warten aber noch, dass wir den mit rübernehmen. Denn dieses Hin- und Herfahrerei ins Auto, wieder in den Laden, dann wieder hierhin, das ist totaler Stress für den Mucki. Und es kann ja sein, dass wir unseren Laden wieder schließen müssen in ein, zwei Wochen, wenn die Infektionsraten wieder hochgehen und alles wieder hier Lockdown, Shutdown oder wie auch immer. Da müssen wir wieder zumachen und jedes Mal hin und her. Und deswegen ist der Mucki jetzt halt hier. Uns stört das nicht, wenn da halt mal Krümel sind oder so. Wir putzen das immer weg. Oder ich putze es halt immer weg. Und ich wüsste nicht, wo ich den sonst hinstellen soll. Ne? Weil hier in der Küche schon mal gar nicht. Weil da könnte er entweder nur ganz oben. Das passt, glaube ich, auch nicht. Und im Flur ist halt total dunkel. Im Badezimmer geht auch nicht. Bei Calvino auch nicht. Und im Schlafzimmer auch nicht. Also bleibt nur das Wohnzimmer. Und er ist halt da, weil er da ist. Obwohl, ich könnte ihn da oben hinstellen. Wartet. Ob das passt? Das wird sogar passen. Da oben hinstellen. Das probiere ich mal aus. Die Kisten hier oben, da wollte ich mir so neue holen bei IKEA heute. Weil die sind schon so total kaputt hier und gerissen. Das ist unsere Medikamentenkiste. Und die anderen Kisten sind Süßigkeiten. Chips. Und noch mehr Chips. Eieiei. Hier ist sogar noch Spekulatius drin. Ja, da kann ich auch direkt wieder putzen da oben, ne? Ein sehr alter. Ich wollte euch den Dreck zeigen. Ne? Jetzt habe ich schon wieder drüber gewischt. Ein ganz alter Rauchmelder. Und den brauchen wir nicht mehr, weil wir ja einen an der Decke haben. Ja, dann weiß ich auch nicht. Entsorgen oder aufbewahren. Ich bewahre den mal auf. Ich glaube, da sind nur die Batterien leer. Kann ich ja mal meinen schönen Putzeimer benutzen zum ersten Mal. Mal, das wollte ich euch zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr den General Bergfrühling kennt. Den liebe ich total. Vom Duft her. Und jetzt gibt es bei Lidl den hier. Und der riecht genau wie General Bergfrühling. Und da habe ich mir direkt mal einen mitgenommen. Und ich glaube, der hier kostet halt, weiß ich nicht, 85 Cent oder so. Ja. Jetzt mal putzen. Mag es nämlich oben zu sein. Wenn er so, ja, erhaben ist, oder wie soll ich sagen? Da fühlt er sich halt sicher, schätze ich mal. Ja. So.
soll er das haben? Und da ist er ja noch höher. Im Laden ist er auch ganz hoch. Der findet es toll. So, und ein neues Fresschen. Gerne, ne? Du süßer Fratz. Ja. Okay. Ja. Mit deinem kleinen Tumor, ne? Du bist aber noch fit. Ja. Okay, ich lass dich in Ruhe. Der mag nämlich nicht so geschüttelt werden. Er hat am liebsten seine Ruhe. Kann ich auch verstehen. Und wie ihr seht, also ich habe hier echt immer sauber gemacht. Gestern habe ich sauber gemacht. Und das ist jetzt von heute hier der Dreck. Oder von gestern bis heute. Ich habe schon die Federn immer weggemacht. Ja, die ist aus Ägypten. Unsere ein Mitbringsel aus dem Ägyptenurlaub. Ja, so sieht es jetzt aus. Jetzt ist wieder Chaos. Also das kommt ja weg, wenn ich heute Abend bei Ikea die anderen Kisten geholt habe und dann das aussortiert und umgeräumt habe. Das mache ich dann vielleicht auch erst morgen, weil wir erst spät wiederkommen werden. Aber hier oben ist es jetzt halt so. Und ich finde, jetzt passt die Dings da nicht mehr, weil die Blume da so, das ist so, die müsste in der Mitte hängen, diese Figur. Oder ganz woanders. Wo soll ich die hinhängen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, dass es besser aussieht. Ja, okay. Und der Mucki ist da oben. Vielen Dank für den Tipp. Manchmal braucht man so einen kleinen Anschub. Jetzt steht er da oben. Es geht nichts mehr von seinen Milben auf unser Essen. Braucht ihr euch keine Sorgen mehr machen. Und ja, gefällt mir ganz gut. Wie gefällt es euch? Drinking courage from my red cup now. I will soon make a move. Spielzeug von Ikea mit. Möchte der Calvino nachher auch ein Spielzeug von Ikea? Möchtest du auch ein Spielzeug von Ikea? Du kannst ja auch selber eins aussuchen, ne? Ne, du, Calvino. Patty darf ja nicht mit rein. Da findest du bestimmt wieder Dekorationen für dein Zimmer bei Ikea. Einen Teppich können wir da mal gucken für dich. Wolltest du doch gerne einen haben. Einen Staubi? Was mit Staubi durchfahren? Ja, einen, wo Staubi drüber fahren kann. Bei Kunstrasen, die du da mitnehmen wolltest, weiß ich nicht, ob da Staubi drüber fahren würde. So, ich habe jetzt Spachtelmasse aus dem Keller geholt und habe ein paar Löcher hier zugespachtelt, so an Ecken, wo Smurfy mal reingebissen hat als Welpe. Jedenfalls habe ich die wieder zugemacht und morgen wollte ich da drüber streichen. Ich habe alles schon nach oben geholt und typisch Frau Spachtelmasse in der Haare. Die muss ich mir gleich erstmal rausholen. Das klebt total. Und ich räume jetzt hier noch die Küche auf, weil da seht ihr ja, ist alles von dem ganzen Schubladen aufräumen und so durcheinander und dreckig, das mache ich gleich noch. Und dann kommt der Bernd
Und dann fahren wir gleich alle zusammen in Ikea. Und das seht ihr dann im nächsten Video. Weil das war ja jetzt das Putzfimmel-Video. Frühjahrsputz. So, oh Mann, das ist so doof. Ob ich den jemals wieder aus den Haaren bekomme? Und ob ich die abschneiden muss? Wir werden sehen. Ja, morgen jedenfalls werde ich hier streichen. Dann ist das Spachtelzeug getrocknet, das Spachtelzeug. Wenigstens, also ich will nicht alles streichen, ich will halt nur diese unschönen Ecken streichen. Ich zeige euch das. Zum Beispiel hier stand früher ein Mülleimer und hier sind so Flecken auf der Wand. Ne? Das sieht ja total schäbig aus. Ich werde jetzt nicht die ganze Küche streichen, sondern das dann so auslaufen lassen. Da wir ja immer noch nicht wissen, ob wir umziehen, also wir gucken halt immer, aber wir finden nichts bis jetzt, was uns zusagt. Aber ich möchte so auch halt nicht weiterleben, überall diese ganzen, also ich will so nicht weiterleben, ich möchte es halt gerne ein bisschen ordentlich haben. Deswegen werde ich über diese unschönen Stellen drüber streichen und ja, versuchen das Beste daraus zu machen. Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Ne, das nächste Video ist der IKEA-Einkaufs-Vlog-Haul und alles, also IKEA und Metro. Danach kommt dann der nächste Vlog. Na gut, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen, für Frühjahrsputz-Vlog-Zuschauen. Wenn ihr Tipps zum Putzen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!